Ja, Eure Hoheit. Ich habe in der falschen Stimme gesprochen, verdammt. Sprach Ominous Zeus. Der König willigte ein, und wie es der Zufall so wollte, trat ein Bote durch die Tür, der aber den Anblick der Ausgenockten. Schönes Wort habe ich mir da ausgedacht. Warum wollte ich aber ausgetrocknet sagen? Erwiderte Ominous Zeus krampfhaft. Heracmacus legte seine Arme unter die Achseln und Kniehöhlen von Ominous Zeus und hob diesen hoch. Nein, tat er nicht. Hier steht was anderes. Nein. Würdet ihr bitte den Raum verlassen und euch in eure Kammer... Würdet ihr bitte den Raum verlassen und euch in eure Kaserne zurückziehen? Ich möchte mich gerne unter vier Augen mit diesem Soldaten unterhalten. Der Rest wurde von seinen Muskeln im Alleingang bewältigt, indem er die Kolosse mit einem einzigen. Was? Ach so. 1, 2, 3. Entgegnete der angehende Held streng und wies in offener Hand Richtung Ausgang. Der Zenturio gehorchte und bestätigte den Befehl mit einem Nicken. Doch ehe er das Zelt verlassen konnte, klingelte mein Handy. Sprach die Göttin witzelnd und wischte die Verwunderung mit einer fahrigen Handbewegung weg und fuhr fort. Vermutung. Da steht Vermutung, nicht Verwunderung. Ich vermute, ich bin jetzt etwas zu verwundert. Malgavan nickte und verließ den Raum. Ominous folgte gleich darauf und stellte sich an das Ruder. Welches. Was war denn das? Keine Sprachfehler hier. Kann man für eine Qualle sprechen? Schmerzensschreie. Was er wie den Seufzer Ruhe, oder es setzt was. Ihr Faune besauft euch immer und macht denn nur Ärger. Wir bringen euch zum Herrscher Salamolon. Er wird über euren Fall entscheiden. Salmonellon. Oh. Ruhe, oder es setzt was. Ihr Faune besauft euch immer und macht denn nur Ärger. Wir bringen euch zu Herrscher Salmonellon. Er wird über euren Fall entscheiden. Wer denkt sich solche Namen aus? Ruhe, oder es setzt was. Ihr Faune besauft euch immer und macht denn nur Ärger. Wir bringen euch zu Herrscher Salome Salo Sa ja. Salmonellon. Ich nenne ihn jetzt einfach Herrscher Klaus oder Wolfgang. Ja, ich plädiere für einen neuen Königsnamen, Herrschernamen, egal. Nur die wenigsten von ihnen. Die meisten haben einfach eine Streitigkeit zu klären oder hoffen auf das Urteil unseres Herrschers als schlechter. Er ist ein Schlechter, na klar.